Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Erstmal noch ein frohes neues Jahr, denn das hier ist das erste Video im Jahr 2021. Wir fangen direkt an mit der Gartenvorbereitung für die kommende Saison und da bald sehr, sehr viel mit der Anzucht und vielen weiteren Gartenarbeiten zu tun ist und da die Arbeit dann auch schon voll ausgelastet ist, werden wir jetzt die freie Zeit schon mal ein bisschen nutzen, um das Ganze hier vorzubereiten. Denn ich möchte hier in den Folientunnel irgendwann auch mit der Jungpflanzenanzucht rein, wenn alles gut läuft. Und deswegen möchte ich den Folientunnel erstmal vorbereiten. Wie ihr in meinen letzten Videos schon gesehen habt, haben wir eine ganze Zeit die Hühner drin gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die Erde war eigentlich schwarz, es war alles super. Aber ich hatte ein Problem nicht bedacht. Zum einen, wenn die Hühner hier vorher wieder raus müssen, weil es ein Tierheim ist, kommt das Ganze wieder durch und ich habe natürlich auch hier mal Hühnerfutter reingeschmissen. Das sieht man gerade hier hinten, da kommt jetzt gerade, genau hier unten ist es, mega viel Hühnerfutter durch, sprich Getreide und Sonnenblumen keimen hier gerade wie irre. Und deswegen werden wir jetzt letztendlich doch hier mit der Fräse rein müssen und in der Ecke das Ganze umgraben. Oder wir werden es ganz umgraben. Aber erstmal möchte ich heute anfangen, dass wir die Sachen von den Hühnern rausräumen, sprich den Hühnerstall oder den Hühnerstall, den wir genutzt haben, Stein, Eimer, Heu, was da noch rumsteht, die Kiste, all das kommt raus und wir werden heute Beetplatten verlegen und zwar habe ich mir hier diese ausgesucht, Maxi Beetplatte 4x70 cm, nein, das ist eigentlich ganz gut, ich mache zwei nebeneinander, ich habe das da hinten schon mal probiert. Ich werde jetzt erstmal provisorisch auslegen, damit ich weiß, wie ich mit der Länge hinkomme. Und dann werde ich so ein bisschen den Boden hier ebnen und die schon mal auslegen. Links und rechts werde ich dann wahrscheinlich umgraben. Da wird noch Kompost draufkommen, also brauche ich die auch nicht mal tiefer buddeln, weil rechts eh noch mehr Erde draufkommt und mit dem Umgraben wird das noch gelockert und es wird ein bisschen höher, sodass die Platten dann eh schon tiefer liegen. Ich habe mir überlegt, dann noch vielleicht Umrandungen zu machen mit Brettern, dass man das rechts und links ein bisschen auffüllen kann. Ihr kennt das vielleicht aus Videos vom Ralf oder auch vom Rigotti. Die beiden haben das, glaube ich, beide so gemacht, dass die in der Mitte so einen tiefer gelegten Gang haben und rechts, rechts und links zwei Bretter haben, wo das Ganze da ein bisschen aufgefüllt ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So werde ich das erstmal nicht machen. Ich werde erstmal die Beetplatten auslegen und dann werde ich erstmal schauen, wie das Ganze hier aussieht. Und lass uns einfach mal anfangen. Ich habe hier schon mal die Beetplatten ausgepackt. In einer so einer Packung sind 4 Stück. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Packungen noch im Gewächshaus. Da habe ich die Platten, wer mich auf Instagram verfolgt, weiß ja schon, ungefähr 2 Monate drin. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Deswegen habe ich gesagt, die kommen jetzt auch hier in den Folientunnel. Und das Prinzip von den Dingern ist eigentlich mega einfach. Die 4 Stück, die zusammenpassen, haben an der Seite so, ja, zum Einhaken, ist jetzt ein bisschen schwierig so, haben was zum Einhaken, das könnt ihr dann ganz gut ineinander haken. Und diese 2 Dinger, die ihr zusammengehakt habt, die haben hier oben dann nochmal wieder Haken. Und dann könnt ihr das Ganze mit den nächsten beiden zusammen machen, macht das zusammen und dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut. So. Und dann hole ich mal die Kamera ein bisschen näher ran und dann zeige ich euch mal bei den nächsten, wie das mit dem Zusammenstecken funktioniert. Das ist jetzt kein Werbevideo, aber wer sich für die Beetplatten interessiert, kann gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich euch auf jeden Fall welche verlinkt, sogar auch mehrere von verschiedenen Herstellern. Aber auch die, die ich hier in diesem Video verwende, falls ihr euch diese holen möchtet. Nebenbei, ich komme ja hier aus Lingen. Lingen liegt im Emsland in Niedersachsen. Und wir hatten hier bis heute noch keine einzige Schneeflocke am 6. Januar. Jetzt ist es tatsächlich soweit, es fängt so ein bisschen an so zu Schneenieseln, kann man das eher sagen, ist noch nicht wirklich Schnee. Aber die nächste Nacht soll das durchschneien und wenn wirklich Schnee liegen bleibt, dann könnt ihr euch im nächsten Video auf einen schönen Schneegartenrundgang freuen. Den werde ich dann auf jeden Fall in den kommenden Tagen hochladen, wenn der Schnee hier liegen bleibt. Also ihr habt es gesehen, das Prinzip ist ganz einfach, ich habe die hier schon zusammengesteckt und dann kommen die hier an den nächsten dran. Kurz anheben
und wieder reinsetzen, andrücken. Und schon ist das Ganze zusammen. Was wir gleich noch machen müssen, wir müssen auf jeden Fall, denke ich zumindest, den Untergrund wegmachen. Deswegen habe ich die Schaufel da auch schon stehen. Weil die einfach noch so uneben sind oder der Untergrund auch so uneben ist. So Leute, es hat geklappt. Ich musste jetzt den ersten, den ich hier habe, noch aus dem Gewächshaus holen. Da kann ich das aber mit anderen Platten kompensieren. Ja, ich merke jetzt schon, dass der Untergrund noch nicht ganz gerade ist. Deswegen verändern sich die Platten hier immer auch mal wieder ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man den Untergrund ziemlich gerade hat, dann sollte das was werden. Ich werde auf jeden Fall links und rechts trotzdem Holzkanten setzen, weil wir das auf der Seite ja dann noch ein bisschen erhöhen werden. Aber die muss ich auch erstmal finden. Also ist das noch ein Plan in Zukunft. Jetzt der nächste Schritt ist eigentlich, den ganzen Müll, den wir hier gerade drin haben, rauszubekommen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich das gleich alleine rausbekomme. Aber ich lasse mir was einfallen. Ja Leute, der erste Teil ist geschafft. Aber die Betonung liegt auch wirklich auf geschafft, weil ich habe nicht beachtet, dass es 0 Grad ist und dass der Boden noch nie bearbeitet wurde. Es ist auf jeden Fall schon schwer gewesen, allein die Rasenkante hier abzustechen. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Und jetzt habe ich es ein bisschen geebnet, sodass ich das Ganze jetzt wieder da reinsetzen kann. Das erste Stück ist fertig. Ja, ich habe den Boden noch ein bisschen geebnet und jetzt kommen hier die letzten Wegplatten rein. Man muss wirklich genau schauen, dass es gerade ist, weil wenn man sonst zum Beispiel auf die rechte Hälfte tritt, geht die linke Seite hoch oder auch andersrum. Und da muss man genau darauf achten, dass das Ganze wirklich haargenau gerade ist. Update zum Schnee draußen. Es schneit mal mehr, mal weniger, bleibt aber gar nichts liegen. Also ob es einen Gartenrundgang im Schnee gibt, kann ich noch nicht sagen. Ich wünsche es mir und ich wünsche es euch. Wäre, glaube ich, mal ein ganz schöner Anblick. Jetzt fängt es auch schon wieder mehr an zu schneien. Aber was da jetzt letztendlich auch in der kommenden Nacht liegen bleibt, das werden wir dann erst morgen früh sehen. Und dann werde ich auf jeden Fall für euch ein Video aufnehmen. So. Beetplatte ist drin, da mache ich einmal mal den Test. Funktioniert, wenn ich drüber laufe, geht nirgendwo hoch. Dann kann ich beim nächsten weitermachen. Wenn euch das Video gefällt, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, gerne einen Daumen nach oben geben und Felix Hobbygarten, also mich, kostenlos abonnieren. Das Ganze geht unter dem Video ganz einfach mit einem Klick. Wenn ihr schon Abonnent von mir seid, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr die Glocke aktiviert habt. Denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Ich weiß, das sagen immer alle YouTuber an irgendeiner Stelle von ihrem Video. Aber ihr solltet es euch auf jeden Fall überlegen. Denn dann bekommt ihr immer brandaktuell meine Videos vorgeschlagen, die dann auch ja, zum Jahreszeitpunkt vom Gärtnern passen. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr über diese Unterstützung freuen. Auf dieser Liste steht ganz genau, wann ich was aussähe. Es ist zum Beispiel Chili, Erdnuss, Palmen, Baumwolle, Gemüsezwiebeln im Januar. Im Februar Physalis, Paprika, Lauchzwiebeln, Auberginen, Kakteen. Ich mache jetzt kein spezielles Video nochmal darüber, wann man was aussäen kann. Ich erzähle euch das jetzt einmal hier, weil ich glaube, es gibt auch genug YouTuber und Videos schon, wann man was aussäen kann. Und deswegen von mir einfach nochmal eine Zusammenfassung, wie ich es mache. Denn ihr wisst es auch, bei Hobbygärtnern ist es eh immer unterschiedlich. Kommt auf die Region drauf an und jeder hat andere Erfahrungen gemacht, wie es gut klappt. Im März mache ich dann Tomaten, Melotria, also mexikanische Minigurken und ganz viele verschiedene Kohlarten, wie auch Sellerie und Mangold noch dazu. Und im April, da ziehe ich dann auch hier direkt in fertigen 9x9 Töpfen Folgendes vor: Kürbisse, Kiwano, Zucchini, Melonen, Gurken, Mangold und auch nochmal Salat. Da zählt dann auch zu bei, zum Beispiel Gurken zählen auch die Kiwanos dazu. Oder bei Zucchini, Kürbissen, da zählen alle Varianten dann immer davon zu. Das sind jetzt nicht nur die einen, sondern bei Kürbissen zum Beispiel Hokkaido, Spaghetti, Riesenkürbis, Muskatkürbis, die werden dann alle vorgezogen. Das aber dann hier auf
ja, großen Tischen direkt in den fertigen Töpfen. Das mache ich immer erst im April, weil ihr kennt es selber, die brauchen wirklich nur 2-3 Wochen. Gerade Zucchini, die schießen ja so aus der Erde. Und das dazu, wann ich was vorziehe. Bei den Direktaussaaten, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da fange ich zum Beispiel schon im März an, da kommen die ersten Sachen schon raus, wie zum Beispiel Steckzwiebeln. Und irgendwas hatte ich eben noch, genau, Weizen wird auf jeden Fall sehr früh kommen. Vielleicht gehen auch schon die ersten Kohlarten. Ja, Kartoffeln sind direkt Anfang April dran und dann im April geht es halt weiter mit sehr, sehr vielen Sachen. Also vielleicht mit Kartoffeln angefangen und dann auch mit vielen Kohlarten, Mais, Hirse, all das wird dann ausgesät. Erbsen, Möhren, Bohnen Ende April, Anfang Mai. Aber das werdet ihr dann alles im Laufe des Jahres sehen. Ich freue mich zumindest, dass das alte Jahr rum ist. Das neue Jahr hat begonnen und damit auch die neue Gartensaison. Bei mir hat es immer Tradition. Ich mache direkt dann, wenn ich von meinem Silvesterschlaf ausgeschlafen habe, geht es direkt am 1. oder 2. Januar los, dass ich den Jungpflanzenkeller vorbereite. Das heißt, ich stelle die Tische auf, schließe schon mal die Beleuchtung, koppel das alles aneinander, dass ich dann Ende Januar auch starten kann. Ich sortiere mein Saatgut und bereite alles vor, genau. Und ja, ich würde sagen, das war es, glaube ich, auch schon von diesem Video. Beetplatten haben wir jetzt erstmal gemacht. Wir haben den Weg hier ziemlich ordentlich. Ich werde mal schauen, dass ich für die nächste Folge von diesem Folientunnel vorbereiten Video, dass ich in der nächsten Folge dann hier vielleicht Kanten hinsetzen kann, dass ich das Ganze dann umgrabe und dass ich mit Niklas noch diesen Stall zusammen raustrage. Alleine wird es sicher auch gehen, aber dann ziehe ich hier mehr Spuren und hole den Weg wieder auseinander. Oder hole den Weg wieder hoch. Und deswegen werde ich das demnächst in der nächsten Folge mit Niklas machen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben und schreibt mal, wie weit ihr mit der Jungpflanzenanzucht seid. Würde mich sehr interessieren. Habt ihr einen Folientunnel? Was macht ihr in diesem Jahr in eurem Folientunnel? Das auch gerne unten in die Kommentare. Und ja, und wenn ihr mich abonniert habt, dann habt ihr das Glück, dass ihr sogar noch die nächsten Videos vorgeschlagen bekommt. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Wenn ihr es nicht habt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.